Herzlich willkommen zurück bei Bist du Meppener, das Quiz des Jahres. Schön, dass Sie noch bei uns sind. Ja, spannend war es bislang schon. Herr Knobbern hat fast einen glatten Durchmarsch hingelegt. Zwei Joker waren benötigt. Einen hätten Sie nicht gebraucht, aber es ist ja sicherer, sich immer noch mal abzusichern. Das Schöne ist aber, Sie haben noch eine Frage und Sie haben sogar noch einen Joker. Genau, den habe ich mir aufgespart. Vielleicht brauche ich ihn. Mal schauen. Das war sicherlich clever. Herr Knobbein, Sie sind Vater zweier Töchter, sind verheiratet und stehen jetzt nun bei Bist du Meppener vor der finalen Frage. Sie lautet: An welchem Termin wird die Sendung Bist du Meppener, das Quiz des Jahres, live ausgestrahlt? Ist es A, Donnerstag, der 17.12.? Ist es B, Freitag, der 18.12. oder C, Samstag, der 19.12. oder sogar D, Sonntag, der 20.12. Ho, da würde ich doch mal einen Schluck nehmen und kurz überlegen. Da stehe ich ja ein bisschen auf dem Schlauch. Gute Idee. Ja, das ist nicht einfach, aber wir haben es ja gerade gehört, ich habe ja noch einen Joker. Richtig. Ich glaube, den würde ich nehmen. Sind Sie sich sicher? Ja, den brauche ich. Ich brauche meinen Telefonjoker. Okay, dann nutzen wir Ihren Telefonjoker. Wen möchten Sie anrufen? Ich möchte meine Sekretärin, Frau Ahlers, anrufen. Die weiß das mit Sicherheit. Gut, dann gucken wir, dass wir jetzt eben eine Verbindung zu Frau Ahlers bekommen. Ahlers. Hallo, Frau Ahlers. Hier spricht Olli Schulte von Bist du Meppener? Oh, Herr Schulte, das ist aber schön, dass Sie mich anrufen. Frau Ahlers, ich habe hier einen Knobbein sitzen, der bislang einen wirklich tollen Durchmarsch hingelegt hat, aber doch jetzt gerade sich nicht ganz sicher ist und ein wenig auf dem Schlauch steht. Und nutzt jetzt Sie als seinen letzten Joker, den Telefonjoker. Und wir sind alle natürlich sehr gespannt, ob Sie ihm helfen können. Ja, ich versuch's. So, Herr Knobbein, Sie haben jetzt die Zeit, Frau Ahlers die Frage zu stellen. Frau Ahlers, Sie sind meine letzte Hoffnung. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ich stehe hier gerade richtig auf dem Schlauch und es geht darum, natürlich eine Frage zu beantworten. Ich lese die jetzt mal vor, beziehungsweise es geht darum, wann denn diese Sendung ausgestrahlt wird. Da haben wir natürlich vier Möglichkeiten. Ich mache das ganz schnell. Da brauche ich nicht nachzuschauen. Das weiß doch jeder, Herr Knobbein. Am Samstag, den 19. Dezember. Frau Ahlers, Sie sind die Beste. Super, danke. Ich drücke Ihnen weiterhin die Daumen. Herr Schulte, das weiß doch jeder. War nur ein Test. Ich hätte es auch gewusst. 19. Dezember, 20.15 Uhr, kann ich sogar ergänzen. Also, einloggen. Herr Knobbein, klar, durch die Absicherung eines Telefonjokers ist man sich immer im Nachhinein nur 100% sicher. Also, Sie möchten jetzt Samstag, 19.12. einloggen. Unbedingt, das weiß jeder. Und das war auch bei mir eigentlich sicher. Wir loggen das ein. Wir loggen dann 19.12. ein. Herr Knobbein, richtig! Sie haben gewonnen! Sehen Sie, du bist Meppener! Ja, genau, klasse! Wenn auch Sie am 19.12. um 20.15 Uhr einmal hier vorne auf diesem Stuhl, wo Herr Knobbein sitzt, sitzen möchten und rund 1.000 Euro für Ihren Verein gewinnen, bewerben Sie sich jetzt bis zum 6.12. unter www.jam-meppen.de/Kandidat. Wenn Sie aber auch Fragen haben rund um Meppen und sich mit Meppen befassen wollen, schicken Sie uns sehr, sehr gerne Ihre Fragen zu. Ebenfalls unter www.jam-meppen.de/quizfragen. Machen Sie es gut und wir sehen uns dann am 19.12. um 20.15 Uhr. Auf Wiedersehen. Tschüss.